Auf den ersten Blick läuft es in Portugal gerade ziemlich gut. Das vergangene Jahr brachte einen Tourismusrekord. Selbst jetzt, im beginnenden Frühjahr, sind manche Hotels in Lissabon oder Porto ausgebucht. Und im Landesinneren findet eine Art Reindustrialisierung statt. Fahrräder produziert Portugal an laufenden Bändern. 2022 errang das Land den Spitzenplatz unter Europas Fahrradherstellern. Unser Umsatz ist gestiegen von 3 auf 67 Millionen Euro. In 4 Jahren ein Riesenwachstum. Portugal profitierte von löchrigen Lieferketten aus Asien während und nach der Corona-Krise. Firmen in der Nähe mitteleuropäischer Absatzmärkte plötzlich sehr gefragt. Ein Aufschwung für Radhersteller, die Lederwaren und Textilindustrie. Portugal war zuletzt Spitze beim Wachstum in der EU. Im dritten Quartal 2023 betrug das Plus 1,9%. Zum Vergleich, der EU-Durchschnitt lag bei 0,1%. Die Staatsverschuldung sinkt. Alles gut in Portugal. Aber das Leben wird immer teurer für die Portugiesen. Der gesetzliche Mindestlohn liegt aber gerade einmal bei rund 4,50 Euro die Stunde. In Metropolregionen wie Porto oder Lissabon, wo Mieten nicht günstiger als in Deutschland sind, ein Riesenproblem. Das ist natürlich nicht genug zum Leben in Portugal. Besonders bei den Preisen für Wohnungen. Dazu kommt die Inflation. Ein großes Problem. Die alte linke Alleinregierung von António Costa hat keine linke Politik gemacht, klagen viele. Vielmehr habe sie zeigen wollen, die beste Partei für die Wirtschaft zu sein. Sie haben damit die Erzählung der Konservativen gekapert. Darunter leide nun das Land, sagt der Arzt Vitor Almeida von der Ärztegewerkschaft SIM. Auch im öffentlichen Dienst seien Löhne zu niedrig. Es gibt Arbeit, aber es gibt schlecht bezahlte Arbeit vor allem. Und das bedeutet, dass gerade die junge Generation, unsere Kinder, die jetzt um die 20, 25 sind, die wandern alle aus. Wir verlieren im Moment die Intelligenz des Landes, die auswandert. Das aber sorgte nicht für den vorzeitigen Abgang von Regierungschef Costa. Der Grund und Boden dafür liegt weit im Norden Portugals. Hier gibt es große Lithiumvorkommen, Grundlage für Elektrobatterien. Schon jetzt wird in kleinen Mengen Quarz gefördert. Um den Lithiumschatz zu heben, müssten die Tagebauten aber viel größer werden. Menschen in der Region leisten Widerstand. Es ist Ausbeutung, die die biologische Vielfalt zerstört, Ökosysteme, die Lebensweise der Menschen, unsere Felder, die Landwirtschaft, die wichtig sind. Deshalb können wir so ein Projekt nicht akzeptieren. Die Menschen wehren sich. Und auch die Justiz zweifelt an der Rechtmäßigkeit von Umweltgutachten und Genehmigungen. Es gibt Korruptionsvorwürfe gegen das Umfeld des Regierungschefs. Der trat zurück. Nun gibt es Neuwahlen. Nicht nur hier im Norden glaubt niemand, dass es noch einmal für eine linke Alleinregierung reicht. Portugal. Auf den ersten Blick ist da viel Sonne. Auf den zweiten aber auch viel Schatten.